Hallo zu einem neuen Video von eMeise. Heute möchte ich etwas machen, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Ich möchte einen Kommentar herauspicken, und zwar einen Kommentar auf mein letztes Video, das Ladepalaver, in dem es unter anderem, viele andere Dinge wurden besprochen, aber unter anderem auch um das Thema Atomkraft und Atomkraftausstieg ging. Ich habe diesen Kommentar bekommen und möchte ihn jetzt mal so ein bisschen Stück für Stück auseinandernehmen, weil aus meiner Sicht sollte so etwas nicht unwidersprochen bleiben, weil zum einen halte ich es von den Fakten, von den Tatsachen her, die besprochen werden, habe ich eine andere Meinung, möchte dem widersprechen, und zum anderen möchte ich aber auch mal explizit auf solche Kommentare hinweisen. Natürlich weiß ich, dass ich jetzt diesem Kommentator so ein bisschen die Bühne gebe. Ich werde aber auch Name und so weiter hier unkenntlich machen im Video. Ihr könnt natürlich, wenn ihr diesen Kommentar selbst kommentieren wollt, dann geht ins letzte Video. Ich verlinke es euch oben. Und dann könnt ihr selber schauen, aber ich werde strikt moderieren, Beschimpfungen etc. pp. Werde ich nicht dulden, weil ich halte zwar dieses Kommentar für etwas populistisch und sachlich falsch, aber es ist im Ton und so weiter angemessen, und deswegen möchte ich diesem Kommentar auch durchaus diese Bühne geben. Ja, dann wollen wir mal in den Kommentar hineinstarten. Ich versuche das immer so abschnittsweise hier euch auch darzustellen im Video. Ja, hi Andreas, ich hatte mich so gefreut, als ich endlich dein neues Video fand. Ich hätte es mir aber besser nicht angesehen. Ja, das tut mir wirklich leid, dass das so enttäuschend war für dich, aber so scheint es nun mal gewesen zu sein. Selten so eine unausgegorene Aussage gehört. Unausgegorene Aussagen. Als gut verdienender Doppelverdiener fallen euch wieder die stark steigenden Strompreise, Lebensmittelpreise und so weiter auf. Ja, das finde ich schon mal einen heftigen Einstieg. Das ist mal wieder die berühmte Neiddebatte, die wir hier auf unzähligen YouTube-Kommentaren und überhaupt im Internet immer wieder sehen. Ich möchte es einfach nicht mehr lesen. Ja, ihr seid ja Gutverdiener, ihr könnt euch zwei Autos leisten, ihr könnt euch einen Tesla leisten, ihr könnt euch Elektroautos leisten und so weiter. Das stimmt, wir sind Doppelverdiener, wir gehen jeden Tag zur Arbeit und natürlich belasten uns irgendwelche Preissteigerungen nicht so sehr, aber es sollte jedem klar sein, dass wir in diese Position gekommen sind, weil wir sehr lange studiert haben, weil wir beide in unglaublichen Butzen gewohnt haben. Wir sind jeden Monat arbeiten gegangen, um uns irgendwie 400 Euro Taschengeld zu verdienen, von denen wir komplett gelebt haben. Wir hatten diesbezüglich für unseren Lebensunterhalt auch keine Unterstützung von irgendwelchen superreichen Eltern oder so. Also wer sowas schreibt, der sollte erstmal ein bisschen nachdenken, erstmal unsere Biografie ein bisschen besser kennen und nicht immer gleich diese Neiddebatte anfangen. Ich denke, jeder leistet sich das, was er kann, und ich habe in vielen, vielen Videos gesagt, das ist auch ein Stück weit unser Beitrag, dass wir es uns leisten können, dass wir eben auch ein bisschen mehr zum Thema Umweltschutz und so weiter beitragen können, dass wir eben etwas mehr machen, dass wir Elektroautos haben, dass wir eine PV-Anlage haben, und natürlich kommt man dann auch wiederum in eventuell eine privilegierte Situation, dass einem die steigenden Strompreise nicht ganz so viel ausmachen. Aber das wiederum ist dann wieder das berühmte Rechenexempel. Wenn jemand meint, dass sich das finanziell rentiert, dann kann er das auch machen, dann kann er auch eine Investition in eine PV-Anlage oder irgend so etwas machen. Und wenn jemand perspektivisch denkt, dass die Elektroautos irgendwann sogar günstiger in ihrem Unterhalt sind als die Verbrennungsmotoren, weil eben der Spritpreis vielleicht mal irgendwann steigt oder so, auch dann kann ein nicht so gut verdienender Mensch oder auch nur ein Haushalt mit einem Einzelverdiener oder so, kann dann das machen. Und jetzt muss man auch dazu sagen, unsere Bundesregierung, die ja jetzt hier gleich noch böse bescholten wird in dem Kommentar, die hat auch ganz schön viel getan, um eben gering verdienende Haushalte etwas zu entlasten. Aus meiner persönlichen Sicht, da kommt wieder der alt-linksgrün Versifte durch, hat die Regierung noch viel zu wenig getan. Und ich finde zum Beispiel jetzt bei dieser ganzen Heizungsdiskussion und so weiter, hätte noch viel mehr ein sozialer Ausgleich stattfinden müssen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das 49-Euro-Ticket. Es war ja klar, dass das nicht für 9 Euro geht. Und wir haben Entlastungen gehabt. Wir haben
also wirklich Zuschüsse gehabt, Corona-Zuschüsse und so weiter und so fort. Also man hat schon auch ein bisschen was getan. Wenn die Leute dann das aber raushauen für Malle-Urlaube und raushauen, wenn ich zum Beispiel in den Mediamarkt gehe und ich sehe Familien, die für 3 Kinder 3 PS4s oder 5, ich weiß gar nicht, was gerade aktuell ist, rausschleppen und einen ganzen Stapel Spiele für die Konsolen und so weiter. Also dann scheint es ja manchen Leuten auch nicht ganz so schlecht zu gehen. Also ich finde diese Neiddebatte immer ganz, ganz schwierig und als Argument gegen meine Darstellungen, dass das Atomkraftende gut war, ein bisschen schwacher Einstieg. Im nächsten Abschnitt steigen wir ziemlich tief politisch ein und ich muss zugeben, dass ich da jetzt nicht vielleicht der richtige Ansprechpartner bin, aber trotz allem finde ich es eine wichtige Argumentation und versuche eben mal meine Meinung dazu kundzutun. Also, dir fällt auch nicht auf, dass die Tagträumer der Grünen ca. 40 bis 50 Gaskraftwerke in den nächsten 10 Jahren zur Deckung des fehlenden Stroms neu bauen möchten. Von den Windrädern und Solarparks mal ganz zu schweigen. Wo sollen denn die Investoren für die Gaskraftwerke bei so einer Regierung herkommen? Die Leute werden doch nach Strich und Faden verarscht. Ja, also, ob in den nächsten Jahren wirklich 40 bis 50 Gaskraftwerke gebaut werden, das finde ich, sollte man erstmal abwarten. Natürlich sind das Perspektiven, wie sich der Strommarkt entwickeln könnte. Und da ist sicherlich eingerechnet, dass eben der Ausbau der regenerativen Energien, Solar und Wind, genauso langsam und schleppend weitergeht wie bisher. Und das wäre natürlich fatal, weil dann haben wir das Thema Klimakatastrophe absolut verkackt. Dann sind wir sowieso am Ende und dann wird unsere Gesellschaft, so wie sie heute existiert, sowieso nicht mehr existieren und dann wird es sowieso auch keine entsprechenden Investoren mehr geben. Nein, ich sehe es so, diese ganze Politik, die gerade gemacht wird, auch wenn das immer als Bevormundung und so weiter gesehen wird, diese Politik der Grünen aus meiner Sicht ist eben genau dieser Ansporn für die Industrie, für die Investoren, zu sagen, okay, es rentiert sich in Solarparks und in Windkraftanlagen zu investieren. Es rentiert sich vielleicht sogar als deutscher Hersteller wieder Windkraftanlagen in Deutschland bestenfalls oder zumindest in Europa herzustellen. Also das sollen ja genau diese Maßnahmen bewirken. Und natürlich müssen wir auch in Richtung anderer Gaskraftwerke arbeiten. Wir müssen schauen, dass das vielleicht tatsächlich irgendwann wirklich mit Wasserstoff betrieben werden kann. Soweit ich weiß, ist das mit den aktuellen Gaskraftwerken nicht möglich. Wir müssen uns Gedanken machen über Biogasanlagen, wobei die durchaus strittig sein können, weil der Methanschlupf, der da entsteht, der ist auch nicht, kann auch nicht ganz unerheblich sein. Also auch da sollte die Technologie weitergehen. Aber aus meiner Sicht das wirklich, wirklich Wichtige ist jetzt der massive, und zwar wirklich massive Ausbau von Wind und Solar, auch an Land, nicht nur offshore, sondern auch onshore und vor allem auch hier bei uns im Süden. Und die zweite absolute Priorität, die unsere gesamte Politik, inklusive der Grünen, total verbockt, ist das Thema Ausbau der Netze, Ausbau der Leitungsstrukturen, damit eben diese hochmodernen Netze den zukünftigen Strombedarf, der einfach anders aussehen wird wie heute, einfach viel mehr volatil sein wird, dass das auch vorangeht. Und wir brauchen natürlich auch Investitionen in Gebäude, dass wir eben nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Das sind aber alles die Dinge, jetzt möchte ich nicht das nächste Fass aufmachen, die ja Herr Habeck von den Grünen jetzt mit diesen Heizungstauschgeschichten angestoßen hat. Und immer zu behaupten, naja, das regelt schon alles der Markt. Nein, er regelt es nicht. Die Investoren, die investieren immer in das Billigste und in das, was jetzt kurzfristig, zumindest war das die letzten Jahrzehnte so, eben die große Cash-Cow ist und viel Geld abwirft. Und das sind nun mal umweltschädliche Technologien. Wir müssen dieses Investitionsverhalten aus meiner Sicht tatsächlich politisch auch mal irgendwann steuern. Und genau in diese Richtung geht das Ganze. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Man stellt sich als Klimapartei hin und schaltet Kernkraftwerke ab und schmeißt Kohlekraftwerke an. Ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht gut. Das sehe ich auch so. Wobei, jetzt muss man sagen, was wir an Kohlekraft mehr verbrauchen, weil wir jetzt die verbleibenden 3 Atommeiler abgeschalten haben, das ist wirklich lächerlich. Das sind ein paar ganz wenige Prozent unseres täglichen Strombedarfs. Also, was wir in Deutschland mehr Strom verbrauchen,
durch das Abschalten der Kernkraftwerke. Das könnten wir mit wenigen Windkraftanlagen oder Windparks und vermehrtem PV-Ausbau innerhalb kürzester Zeit, wirklich kürzester Zeit, reinholen. Unser Problem ist ja, dass wir so extrem viel Kohlestrom gerade herstellen, weil das Ausland, nämlich Frankreich, mit ihren maroden Meilern, die sie nicht mal mehr kühlen können, dazu kommen wir aber auch gleich, uns diesen Strom abkaufen und weil sie unseren billigen Kohlestrom oder teuren Kohlestrom, wie auch immer, unbedingt brauchen. Also das ist ja genau der Punkt, dass 20% des französischen Strombedarfs, 20% und nicht 2%, weil unsere Atomkraftwerke jetzt gerade abgeschaltet sind, 20% des französischen Strombedarfs kommt aus deutschen Meilern. Was soll der Vergleich mit Tschernobyl? Ein ganz anderer Kraftwerkstyp als unsere Leichtwasserreaktoren oder mit Fukushima. Wann hatten wir in Deutschland den letzten Tsunami? Das stimmt, Tschernobyl war ein anderer Reaktor. Tsunamis haben wir eher nicht hier, wobei wir haben hier ganz in der Nähe von uns, da ist er schon lange abgeschaltet, einen Reaktor gehabt, Philippsburg. Der Oberrheingraben ist absolutes Erdbebengebiet, also so ganz hundertprozentig sicher vor irgendwelchen Naturkatastrophen kann ein Reaktor also auch bei uns wohl nicht sein. Aber was sehen wir denn bei den Reaktoren in den letzten Jahren? Diese Dinger sind einfach wahnsinnig alt. Die deutschen Reaktoren, die jetzt gerade abgeschalten worden sind, vergangenes Wochenende, die waren einfach auch nicht mehr sicherheitsgewartet, weil die eigentlichen 10-Jahres-Intervalle nicht mehr eingehalten wurden, weil man eben gesagt hat, naja, man schaltet die Dinger ja eh ab, hätte ja schon vergangenes Jahr passieren sollen und so weiter, die Wartung einfach sehr teuer ist, Reparaturen sehr teuer wären und so weiter und so fort. Also ein Sicherheitsrisiko stellt so ein Reaktor durchaus immer dar. Und zwar intern. Ich war als Schüler auch hier in Philippsburg im Kernkraftwerk, wir haben uns das alles zeigen lassen. Ja, die deutsche Gründlichkeit ist extrem hoch und die Sicherheitsstandards sind extrem hoch, aber nichtsdestotrotz, es gibt viele, viele, viele Störfälle rund um die Welt in den letzten Jahrzehnten Atomkraft, die Gott sei Dank selten so schlimm ausgefallen sind wie Tschernobyl und Fukushima. Aber Tschernobyl und Fukushima reichen aus. Das waren gerade mal lächerliche 2 Reaktoren. Und man muss sich eines klar machen. Wenn wir unseren Strom in Deutschland, so wie wir ihn heute haben, wenn wir den in Zukunft komplett mit Kernkraft stemmen wollen würden, dann müssten wir 100 Reaktoren in Deutschland neu bauen. Wo sollen die hin? Wer möchte den Atommeiler nämlich direkt neben sich haben? Hier stellt man lieber ein Windrad hier in den Garten. Da habe ich weniger ein Problem damit, auch wenn ich es jetzt nicht so wahnsinnig toll fände wahrscheinlich. Aber mir wäre das lieber als ein Atomreaktor direkt um die Ecke hier irgendwo im Schwarzwald oder sonst wo. Also die Atomkraft ist einfach auch eine wahnsinnig teure Technologie, das müssen wir uns klar machen. Der Strom aus den Atomkraftwerken mit der ganzen Endlagergeschichte und so weiter, und das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, das ist einfach unterm Strich keine Zukunftstechnologie, zumindest nicht im Moment. Der Bau von solchen Reaktoren verzögert sich. Jetzt wurde ja auch gerade im Rahmen der Atomkraftabschaltung gesagt, ja, im Ausland bauen sie alle ganz tolle Atomreaktoren. Nein, die bauen eben nichts, die wollen bauen. Die Pläne sind für in 10, in 15, in 20 Jahren. Wenn die dann erst die Atomreaktoren fertig haben, dann war es das mit uns. Dann war das mit der Klimakatastrophe, wie ich es zu Anfang schon gesagt habe. Und hier dieser finnische Reaktor, der ging über 15 Jahre später ans Netz als geplant, hat das zigfache von dem gekostet, was er mal hätte kosten sollen. Wie bitte will der Betreiber diese Kosten jemals wieder reinholen, außer über den Strompreis? Und da ist die Endlagerfrage noch lange nicht geklärt. Und wir haben in Deutschland genau dieses Problem. Niemand will diese Endlager. Ich will das Ding auch nicht hier unterm Haus haben. Also von dem her ist das doch das große Problem. Und das Sicherheitsthema, nochmal ein anderer Aspekt. Nicht nur, dass die Dinger marode und alt sind. Hier direkt über die Grenze, ein Stückchen im Süden, steht ein Gott sei Dank in der Zwischenzeit abgeschaltetes französisches Kernkraftwerk. Das Ding ist permanent wegen Mini-Störfällen vom Netz genommen worden. Die Franzosen können jetzt schon ihre Kernkraftwerke nicht mehr kühlen, weil das Wasser in den Flüssen fehlt. Also ihr seht, von wegen hier Leichtwasserreaktoren, bla bla bla. Nein, die Dinger sind technisch nicht mehr up to date, auch die nicht. Und die sind technisch einfach
wahnsinnig schwer am Laufen zu halten, auch vor allem in Zukunft mit dem Klimawandel, der ins Haus steht. Und jetzt haben wir noch nicht gesprochen über mögliche Terrorakte, Abstürze von Flugzeugen und so weiter und so fort. Das sind ja alles rein theoretische Szenarien, die natürlich in den Sicherheitsüberlegungen der Kernkraftwerksbetreiber mit drin waren. Aber man kann so ein Risiko nie hundertprozentig absichern. Und wenn ein so Ding in die Luft fliegt, dann haben wir Katastrophen wie Fukushima und Tschernobyl. Und gerade Tschernobyl hat uns alle nachhaltig geprägt und Fukushima, denke ich, auch. Also ich denke, noch so ein Störfall, dann haben wir ein echtes Problem auf der Welt zusätzlich zu unserem sowieso auftretenden Umweltproblem. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, den ich jedoch größtenteils eigentlich schon beantwortet habe. Mit der Abschaltung der drei AKW werden wir noch stärkere Netzschwankungen bekommen. Nur zur Info, 2022 hatten wir bereits 13.000 Redispatch-Maßnahmen, welche mit über 3,1 Milliarden Euro zu Buche schlugen. Redispatch, das sind eben diese extremen Stromschwankungen, die es manchmal gibt. Wir haben sehr viel Windstrom im Norden, sehr wenig hier im Süden. Die Leitungen sind veraltet. Das heißt, das Netz wird instabil und die Netzbetreiber, also die Netzwerkbetreiber, müssen eben Maßnahmen ergreifen. Hier ein Kraftwerk hochfahren, hier ein Kraftwerk runterfahren und so weiter. Das ist sehr aufwendig, das ist teuer. Damit das Stromnetz stabil bleibt und wir nicht permanente Stromausfälle haben. Ja, das gibt es. Aber genau das habe ich zu Anfang gesagt. Wir müssen wie verrückt ausbauen, auch hier im Süden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass alles offshore geht. Es gibt ein wunderbares neues Video von Herrn Professor Quaschning, das verlinke ich euch mal oben, in dem er auch nochmal Herrn Professor Ganteföhr widerlegt, dass der Wind ja niemals ausreichen wird in Deutschland. Das stimmt also nicht, auch hier im Süden, gerade hier im Schwarzwald, wenn wir die Windmühlen hoch genug machen, also über 200 Meter, dann haben wir sehr gute Windverhältnisse. Auch hier, vielleicht nicht gerade hier im Oberrheingraben, wobei etwas nördlich von hier, also keine 40 Kilometer hier nördlich, sind auch wirklich im Oberrheingraben sehr gute Windverhältnisse. Das müssen wir machen und wir müssen natürlich die Leitungen erneuern und wir müssen da viel, viel schneller werden. Ja, das hat sich nun mal auch verzögert, nachdem die Oberleitungen nirgends gewünscht waren. Jetzt werden diese ganzen neuen Netze in den Boden versenkt, was sehr teuer und sehr aufwendig ist. Ja, das macht unseren Strom teurer. Das wird niemand bestreiten wollen, dass wir dass wir hinten dran hängen, jetzt eben teurere Stromkosten haben werden, vorübergehend, aber dann in der Zukunft meiner Meinung nach mit den erneuerbaren Energien deutlich günstiger fahren werden und die Strompreise dann auch wieder fallen werden. So viel eben zum Thema ganz am Anfang, die wahnsinnig teuren Preise und so weiter. Also ich glaube, man muss das perspektivisch sehen. Die Atomkraft ist sicherlich nicht die Lösung. Ein Atomkraftwerk ist nicht dazu geeignet, quasi als Puffer zu dienen. Ein Atomkraftwerk muss permanent Volllast fahren. Ansonsten bringt es nichts. Ja? Also das könnt ihr euch auch mal technisch anschauen. Ein Atomkraftwerk ist nicht dafür geeignet, wie zum Beispiel ein Gaskraftwerk, dass man das ganz, ganz schnell hochfährt und damit Stromschwankungen irgendwie ausgleicht, sondern Atomkraftwerke müssen quasi immer unter Volllast laufen, damit sie etwas bringen. Ansonsten wird es sowieso völlig finanziell nicht mehr darstellbar. Und nach wie vor, wir haben nicht die Endlagerproblematik gelöst. Wir haben nicht die Problematik gelöst, dass wir unser Uran dann wieder in Russland oder so kaufen müssen und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt hier nicht die ganzen Gegenargumente für die Atomkraft alle aufzählen müssen. Machen wir mal weiter im Text. Ihnen als Arzt dürften doch Statistiken vorliegen, wie viel Todesopfer Kohle und Gasstrom jährlich fordert und der ach so schlimmen Kernkraftwerke. Also hier der Vergleich, Kohle und Gas, viel mehr Emissionen, viel mehr Tote dadurch als Kernkraftwerke. Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Kommen Sie mir aber nicht, in Fukushima waren es 10.000 Tote, denn das waren die Toten aufgrund der Tsunamis.
Ja, nein. Also ich glaube, Fukushima hat allein schon durch den Atomunfall auch sehr, sehr viele Todesopfer gefordert, einfach zu viele. Und wir dürfen ja die Langfristfolgen da nicht vergessen, die kaum aufzuzählen sind. Und das sehen wir heute noch bei Tschernobyl. Da übrigens, mein lieber Kommentator, gibt es Arbeiten und Studien dazu. Suchen sich die ruhig mal raus. Man hat Vermutungen, dass das viele, viele tausend Tote über die vielen Jahre waren, die tatsächlich Krebserkrankungen bekommen haben aufgrund von der damaligen Strahlung. Und genauso wird es auch in Fukushima sein. Da gibt es einfach noch nicht die Langzeitdaten dazu, also die entsprechenden Auswertungen dazu. Solche Krebserkrankungen entstehen ja oft 10, 20 Jahre danach. Natürlich, und das möchte ich überhaupt nicht verheimlichen, hat der Kommentator hier recht, dass Kohlekraftwerke absolut nicht besser sind. Und da sind wir uns ja alle einig. Wir müssen weg von den Fossilen. Aber wenn wir jetzt so argumentieren, nur um diese alte Technologie irgendwie schön oder nicht schön zu reden, dann sollten wir erstmal anfangen, Emissionen im Straßenverkehr runter, noch mehr Elektrofahrzeuge, Tempolimits, Tempo 30 in den Städten. Würde mir auch nicht passen, aber Leute, dann ist es eben so, dann muss es eben sein. Es gibt übrigens gerade eine sehr spannende Arbeit zum Thema Tempo 30 in Städten. Der Verkehrsfluss sei angeblich deutlich besser und die Leute kommen schneller und zügiger an ihr Ziel in den Städten als bei Tempo 50 Zonen. Aber sei es drum, wie gesagt, mich würde es glaube ich auch nerven, wenn ich durch jede Stadt mit 30 fahren müsste. Aber an diese Sachen müssten wir eher ran, weil das sind die Emissionen, die die Menschen wirklich direkt abkriegen. Die Gaskraftwerke, die sind, glaube ich, nicht ganz so problematisch, was die Feinstaubemissionen und so betrifft, weil das CO2 in der Atmosphäre, das tötet uns nicht direkt, das tötet uns mehr oder weniger indirekt durch den Klimawandel. Was uns wirklich schadet, sind die Feinstaubemissionen, wenn Kohle verbrannt wird, wenn Öl verbrannt wird, Reifenabrieb und so weiter und so fort. Das kennt man ja alles, aber das CO2 direkt führt jetzt nicht zu diesen Mengen an Todesopfern, wie es hier im Kommentar dargestellt wird. Ja, kommen wir zum Abschluss des Kommentares. Ich höre jetzt auf, bringt bei Ihnen nichts, aber vielleicht liest das einer der wenigen Zuschauer und denkt mal darüber nach. Ja, das sind wenige Zuschauer, es tut uns leid, wir sind kein hochprofessioneller Kanal, aber ihr könnt da ja das Kommentar mal lesen, ihr könnt alle mal drüber nachdenken. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Ich bin übrigens Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und Informatiker und bilde mir ein, etwas von der Materie zu verstehen. Ja, das ist schön. Wenn Sie davon was verstehen, aber dann haben Sie aus meiner Sicht nur die rein technischen Aspekte bedacht und nicht die Folgekosten, nicht die Folgen und so weiter. Man kann sich solche Sachen auch immer schön reden aus meiner Sicht. Ich halte es nach wie vor für einen entscheidenden und guten Schritt, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden und wir sollten darauf hinarbeiten, dass das auch weltweit und europaweit vor allem so schnell wie möglich passiert. Ich finde es zum Beispiel gut, dass jetzt Umweltschutzorganisationen eine Klage eingereicht haben dagegen, dass die EU Atomstrom und Gasstrom als greenwashed, also als grün labelt und damit im Prinzip die Umweltziele gerade mit den Gaskraftwerken überhaupt nicht zu erreichen sind. Also ich hoffe, dass ich so ein bisschen da Aufklärung habe bringen können, zumindest mal Gegenargumente, weil unterm Strich hilft es ja nur so, wenn wir miteinander sprechen, diese Hasskommentare in Videos, das war kein Hasskommentar wohlgemerkt, aber das ist das Allerschlimmste, was unserer Gesellschaft momentan angetan wird im Internet. Also darum hoffe ich, dass man da wenigstens in den Dialog kommt. Also wenn ihr mitdiskutieren wollt unter dem letzten Video oder auch in diesem Video, fühlt euch herzlich eingeladen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr denkt. Entkräftet meine Argumente. Ich werde dann versuchen, vielleicht auch mitzuschreiben, vielleicht auch andere mitzuschreiben. Aber behaltet den Ton, behaltet die Fairness. Es ist sicherlich nie ein Argument hundertprozentig richtig. Auch ich habe ja jetzt nur dagegen argumentiert. Und natürlich ist das nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es gibt aus meiner Sicht trotzdem ganz gute Perspektiven, dass wir einen Wandel hin zu regenerativen Energien auch mit der jetzigen Technologie schon schaffen könnten. Wind, Solar, Speicher.
und so weiter. Da gibt es ja sogar Studien dazu, dass wir zwar eine Rieseninvestitionssumme in die Hand nehmen müssten, um weltweit das hinzubekommen, aber es wäre rein rechnerisch mit den jetzigen Technologien schon möglich. Da haben wir noch keine besseren Speicher mit einberechnet, da haben wir noch keine besseren Biogasanlagen, Wasserstoffanlagen und so weiter mit einberechnet. Ich bin der Meinung, wir werden das Thema Wasserstoff wird völlig überbewertet, ist meine Meinung. Also weil jetzt hier immer diskutiert wird, dass wir hier in unsere Häuser Wasserstoffanlagen einbauen sollen und so weiter, das halte ich für absoluten Quatsch. Der Wasserstoff wird sicherlich ganz, ganz wichtig für die Schwerindustrie, für die stahlverarbeitende Industrie, für die chemische Industrie. Da werden wir ohne solche Brückentechnologien oder ohne solche Technologien nicht auskommen. Und wir werden auch noch einige oder viele Jahre nicht komplett ohne Gaskraftwerke auskommen. Aber wir müssen uns bemühen, dass das so schnell wie möglich runtergeht, dass die Emissionen sinken. Und das Abschalten der Atomkraftwerke hat damit ja nichts zu tun, führt vorübergehend jetzt tatsächlich aufgrund der Gasknappheit und so weiter sogar zu kurzfristigen Verschlechterungen. Aber wenn gerade Frankreich mit ihrer Atomkraft so weitermacht und bei uns den dreckigen Kohlestrom einkauft, dann werden wir es tatsächlich nicht schaffen. Da muss ich dem Kommentator recht geben. Aber das ist ja das Problem, das Frankreich zusammen mit uns irgendwie lösen muss. Und nicht noch weitere Reaktoren bauen und diese Uraltreaktoren da am Leben halten. Auch in Frankreich gibt es sehr viel Wind und Sonne. Vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken. Das sind riesengroße Räder, die gedreht werden müssen. Und man sieht ja, wie der Lobbykampf hier in Deutschland tobt, wie die FDP sich hinter ihre Gaslobby stellt, hinter die Verbrennerindustrie stellt insgesamt. Und es wird immer gepredigt, dass das der Untergang des Abendlandes unserer westlichen Industrienationen ist. Davon halte ich überhaupt nichts. Ich glaube, wir könnten mit regenerativen Industrien genauso viele Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen es nur endlich mal machen, und wenn die Politik es nicht anstößt, dann wird es lange, lange nicht passieren. Diese Technologien werden sich nur aufgrund ihrer Überlegenheit, was den Umweltgedanken betrifft, nicht von alleine durchsetzen, weil da wir Menschen alle einfach zu bequem sind und am liebsten das billigste T-Shirt und die billigste Jeans einkaufen, das billigste Auto kaufen, den billigsten Sprit und so weiter. Wenn wir so weitermachen, dann sind wir in wenigen Jahren richtig im Arsch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.